Antworten auf Fragen zu unserem Video Gefährdet ein Minijob die EM-Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben kürzlich ein Video veröffentlicht zum Thema Erwerbsminderungsrente und Minijob. Gefährdet ein Minijob die Erwerbsminderungsrente? Und da gibt es einige Kommentare und da möchte ich antworten darauf. Und zwar hat uns der Herr Kehl geantwortet: Das entspricht nicht dem, was ich verschiedentlich im Internet dazu gelesen habe. Die Aufnahme jedweder Tätigkeit bei gleichzeitigem Bezug einer Erwerbsminderungsrente gilt gerne bei den Rentenversicherungsträgern als Indiz dafür, dass das Vorhandensein der weiteren Erwerbsminderung in Zweifel zu ziehen ist. Lieber Herr Kehl, ich verstehe Ihre Befürchtungen und auch möglichen Vorbehalte, da einen Job zu machen neben der Erwerbsminderungsrente. Aber folgendes Argument spricht gegen Ihre Annahme. Wir haben in § 96a SGB ausdrücklich drin stehen, dass 6.300 Euro Hinzuverdienst auf die volle Erwerbsminderungsrente anrechnungsfrei ist. Das heißt also, wenn ich einen Minijob ausübe, 12 mal 450 und vielleicht noch 2 mal 450 obendrauf, ist das anrechnungsfrei. Da fragt nicht die deutsche Rentenversicherung danach, das setzt das Gesetz sogar voraus. Das heißt also, ein Minijob ist per se erstmal anrechnungsfrei und vor allen Dingen auch nicht in Zweifel zu ziehen. Das nennt man rentenunschädlich. Ich hatte in dem Video ein Beispiel genannt, wo wir Probleme kriegen können, ist derjenige, der zum Beispiel als Dachdecker erwerbsgemindert wird und einen Minijob als Dachdecker aufnimmt. Na, dann hat er natürlich ein Riesenproblem und da gebe ich Ihnen völlig recht, dann gibt es Probleme mit der deutschen Rentenversicherung. Der Rodrigo, Christian Rodrigo, der schreibt: Ich war 44 Jahre Kfz-Mechaniker, mir steht jetzt die volle EM-Rente nach zwei Gutachten zu, habe einen 450-Euro-Job bei einem Fahrradhändler angenommen. Von 450 Euro Teilerwerbsrente kann ja keiner leben. Geht das? Wenn Sie eine teilweise Erwerbsminderungsrente bekommen, lieber Rodrigo, ist doch gar kein Problem, da können Sie sogar noch mehr dazu verdienen als die 450 Euro, weil wir nämlich dann einen völlig anderen Hinzuverdienstfreibetrag haben. Das sind dann nämlich nicht mehr die 6.300 Euro, der ist dann individuell zu bestellen. Also ich habe zum Beispiel ganz, ganz viele Mandanten, die bekommen eine teilweise Erwerbsminderungsrente und gehen nebenbei noch völlig normal arbeiten. Und zwar nicht mehr als unter sechs Stunden. Das ist natürlich klar. Also bei einer teilweisen Erwerbsminderungsrente darf ich nicht mehr als 30 Stunden in der Woche arbeiten. Alles andere, was darüber hinausgeht, das ist völlig klar. Dann ist Ihre Rente natürlich futsch. Das heißt also, wenn Sie eine teilweise Erwerbsminderungsrente bekommen, lieber Rodrigo, ist überhaupt kein Problem, können Sie 450 Euro ganz entspannt dazu verdienen. Und dann hat uns der blaue Speck geschrieben: Ist man pflichtig, einen Minijob anzugeben? Ich würde ihn angeben. Gar keine Frage. Ich würde der deutschen Rentenversicherung sagen, ja, hier, ich habe einen Minijob, 450 Euro, das war's. Im Übrigen bekommt die deutsche Rentenversicherung sowieso mit, dass sie einen Minijob bekommt, denn der Arbeitgeber ist ja verpflichtet, das Geld zu melden. Ein Minijob wird ja bei der Knappschaft in Cottbus angemeldet, bei der Minijobzentrale, und dort wird ja das Minijob, dieses Einkommen, wird ja dann an den Rentenversicherungsträger weitergemeldet. Das heißt also, die deutsche Rentenversicherung bekommt es so oder so mit, dass sie einen Minijob machen. Sie müssen doch gar keine Angst haben, wenn Sie 400 bis 450 Euro Minijob machen, unter drei Stunden pro Arbeitstag, also von Montag bis Freitag bleiben, ist das alles kein Problem, dann ist das rentenunschädlich und die deutsche Rentenversicherung wird Sie da in Ruhe lassen. Außer, nochmal das Beispiel, Sie nehmen einen Minijob an in dem Bereich, wo Sie praktisch erwerbsgemindert waren, dann wird es natürlich äußerst problematisch. Also ich sage immer das Beispiel, Dachdecker wird erwerbsgemindert und nimmt Minijob als Dachdecker an. Das ist ein bisschen komisch. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.